Sie sind klein, sie sind rund und halten zum Beispiel Jacken und Hosen zusammen. Knöpfe. Bei Roland Dekorte aus Hasewinkel im Kreis Gütersloh lösen sie aber puren Ekel aus. Der 52-Jährige hat eine Knopfphobie. Als Kind merkt er, dass etwas nicht stimmt. Mit 4, 5 oder so, da habe ich mich dann geweigert, Oberhemden zu tragen und sowas, was die Eltern mir anziehen wollten. Und da habe ich mich dann strikt geweigert. Das konnten auch meine Eltern nicht verstehen und meine Geschwister natürlich auch nicht. Mittlerweile weiß Roland Dekorte, was ihn daran ekelt. Es sind die kleinen Löcher. Die sehen für ihn aus wie tote Augen. Wie die Phobie bei ihm ausgelöst wurde, weiß er bis heute nicht. Ich dachte immer, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der sowas hat. Deswegen habe ich das auch vielen nicht erzählt. Das heißt fast allen nicht. Also bis heute wissen das viele nicht. Weil es ist halt eine Phobie, die kaum jemand kennt. Um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, hat der ITler eine Facebook-Gruppe gegründet und eine Homepage erstellt. Mittlerweile kann der 52-Jährige gut mit seiner Phobie leben. Er blendet die runden Dinger bestmöglich aus. Schlimm ist natürlich, wenn es dann zum Essen kommt, Business-Essen und sowas, und die haben dann immer noch ihre Klamotten an. Was soll man da machen, ne? Also das Essen, das schmeckt dann nicht mehr so gut. Auch wenn man es ausblendet, aber man weiß ja, er hat sowas an. Knöpfe kommen dem Katzenfreund natürlich nicht in den Schrank. Er weicht auf Gummizug, Reißverschluss und Co. aus. Nicht immer leicht. Da war auch so ein 50. Geburtstag, da war als Motto-Party Oktoberfest und dann sollten wir alle in Lederhose kommen. Ne? Da musste ich eine Lederhose gezwungenermaßen kaufen und habe die in der Tüte gelassen und dann zur Änderungsschneiderin und die hat mir dann Klettverschlüsse daraus gemacht. In Behandlung ist Roland Dekorte nicht. Möglich sei nur die Konfrontationstherapie als Teil der Verhaltenstherapie. Dabei müsste er zum Beispiel Knöpfe anfassen. Das will der 52-Jährige aber nicht. Wolfgang Elbrecht ist Psychologe in Essen und kennt sich mit Phobien aus. Nach einer gewissenhaften, umfassenden Diagnostik kann man Verhaltenstherapie anwenden. Wenn das dann das Mittel der Wahl ist, ist es hochwirksam und man ist relativ schnell die Symptomatik los. Ungefähr 15% der Deutschen leiden im Laufe des Lebens an einer Angststörung. Auslöser für Phobien können schon kleine Ereignisse sein. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel von einem Kind, das von seinem Lieblingskaninchen gebissen wurde, mit dem er immer geschmust hat, und entwickelte daraufhin mit der Zeit eine Angst vor allem, was flauschig war, auch vor einer flach ausgebreiteten Wolldecke. So passiert das in uns. Laut Experten wird zwischen 600 verschiedenen Phobien unterschieden. Die häufigste ist die Platzangst. Bei Roland Dekorte aber sind es die kleinen, runden Dinger, die bei ihm puren Ekel auslösen.